Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra, Gründerin von Piepwein, Grafikerin und Illustratorin und ich bin so happy, dass wir endlich Sommerzeit haben. Draußen scheint die Sonne, es ist warm, alles blüht, die Vögelchen zwitschern. Irgendwie fängt wieder alles draußen zu leben an und ich liebe es. Aber wir können ja nicht jede Woche Frühlingsmotive malen. Trotzdem bleiben wir bei bunten Farben. Und ich habe mich entschieden, immer mal wieder ein Tier zu malen, was sehr selten geworden ist oder schon vom Aussterben bedroht ist. Und wir starten heute mit dem Okapi. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Mixed-Media-Projekt aus Aquarellfarbe und Buntstiften. Wenn ihr mögt, malt mit. Wir sehen uns am Ende des Videos nochmal und ich sag, los geht's! Wenn ihr meine Videos schon kennt, wisst ihr ja, ich bin Hoarder und habe ein kleines Art Supplies Sammelsurium in meinen Schränken. Als ich meinen kleinen Doggo, also die Pinselablage, gebastelt habe, bin ich über ein geöffnetes Paket hellen, lufttrocknenden Ton gestolpert und das passt doch perfekt zu meinem Plan, eine kleine Palette zu modellieren. Leider war das Paket schon ziemlich alt und offen, aber ich schmeiße ja nichts gleich weg, sondern probiere erstmal aus, ob ich durch Wasserzugabe doch noch damit arbeiten kann. Und schaut an, auch wenn es dauert, es geht. Ich möchte eine Palette, die sehr weiche und fließende Formen hat und in der die nasse Farbe immer wieder absinken kann. Es soll also keine Ecken geben, in die der Pinsel nicht gut reinkommt. Also verwende ich neben den Werkzeugen vor allem meine Finger, um die Näpfchen wie kleine Rutschen und Kugeln zu formen. Nachdem die Palette erstmal 2 Tage gut durchgetrocknet ist, habe ich sie dann mit weißer Acrylfarbe bepinselt, habe sie wieder trocknen lassen, einen zweiten Anstrich gemacht und nun umrahme ich den Rand mit Goldflöckchen in verschiedenen Farben. Und zum Schluss wird alles mit UV-Resin versiegelt. Wenn ihr auch mit Resin oder Epoxidharz arbeiten wollt, denkt bitte unbedingt an eure Gesundheit und tragt eine 3M Atemschutzmaske und Nitrilhandschuhe. Freunde, aufgepasst!
Meine neue Palette wird jetzt auf die Probe gestellt. Mal schauen, ob sie hält, was ich mir von ihr verspreche. Das Bild habe ich schon grob vorskizziert. Und nun mische ich die drei Hauptfarben, die mein Okapi bekommen soll. Ich habe euch ja gesagt, es bleibt bunt. Jetzt geht es wie immer Layer für Layer voran. Damit wir etwas Arbeit sparen, verwende ich einen Rubbelkreppstift für die hellen Streifen auf den Beinen des Okapis. Die blaue Farbe verschwindet dann mit dem Abrubbeln wieder. Wie ich eingangs gesagt habe, möchte ich ja eine unregelmäßige Serie an seltenen bis ausgestorbenen Tieren machen. Und dazu gehört natürlich auch etwas Background-Wissen, also habe ich mal Folgendes für euch recherchiert. Wusstet ihr, dass Okapis nur noch in Teilen der Demokratischen Republik Kongo vorkommen? Wenn man das mal mit unserem Vorkommen vergleicht, wo wir überall auf der Welt auftauchen und leben, ist es ein verdammt kleiner Lebensraum für eine Rasse. Unsere afrikanischen Freunde gehören zur Familie der Giraffen. Und das erkennt ihr vor allem an ihren Zungen, denn damit können sie Blätter und Knospen umgreifen und abreißen. Und die Jungs haben zwei behaarte Hörner, ich habe also einen Jungen gemalt, aber dafür sind die Weibchen ein bisschen größer. Wobei ich sagen muss, dass Okapis für uns schon echt groß sind. Die sind nämlich so um die 2,50 Meter und wiegen im Schnitt auch 250 Kilogramm. Da möchte man nicht, dass sie einem auf den Fuß treten. Okapis kennen wir gar nicht so gut wie viele andere Tiere, das liegt wohl an ihrer Seltenheit, werden sie doch als stark gefährdete Art tituliert. Im Zoo oder in menschlicher Gefangenschaft werden sie so zwischen 15 und 20 Jahre alt und wie ihre Alterserwartungen in freier Wildbahn sind, wissen wir gar nicht. Und wenn man das mal mit uns Menschen vergleicht, ist es kein so langes Leben. Und dann brauchen die auch noch 15 Monate, bis die ein Baby auf die Welt bringen. Jetzt wisst ihr ein bisschen was über Okapis, wenn ihr das nicht eh schon wusstet. Also für mich war vieles neu. Danke Wikipedia für die Unterstützung meiner Recherchen. Naja, und in der Zeit, in der ich euch ein bisschen was über Okapis erzählt habe und ihrem Lebensraum, habe ich schon Lichter und Schatten gesetzt und male jetzt noch ein paar Blümchen drumherum, ehe das Feintuning dann mit Buntstiften gemacht wird. Mit den Buntstiften setze ich also die Details, mache noch ein paar Konturen. Ich verzichte auf Schwarz, damit es nicht so einen starken Kontrast gibt in den Konturen und alles schön bunt bleibt. Außerdem arbeite ich nicht nur mit einer Stiftfarbe, sondern mit verschiedenen. Beim Okapi könnt ihr das ganz gut sehen. Da habe ich da, wo mehr Lichter sind, einen helleren Farbton verwendet und da, wo Schatten sind, eine dunklere Linie gezogen.
Blätter bekommen noch ein paar Texturen, einfach so nach Gefühl, dass es eine runde Sache wird und das Bild ja einen harmonischen Aufbau bekommt. Und dann ist das Bild für mich fertig. Ihr wisst, was das heißt. Jetzt kommen die Close-ups. So, ihr Lieben, das war's auch schon wieder und ich sage an dieser Stelle wie immer danke, 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 dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und ihr dürft mich natürlich abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen und ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Dann drückt doch gleich noch das Glöckchen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wenn ihr mögt, sehen wir uns nächsten Freitag und ich sage bis dahin ciao und bye.